Hallo und herzlich willkommen bei BitClub Network. Mein Name ist David Klades. Wir werden uns heute gemeinsam ansehen, wie kannst du bei BitClub Network beitreten. Zweitens, wo kannst du Bitcoins kaufen und verkaufen. Als vorletztes werden wir uns ansehen, wo kannst du dir kostenlos ein Bitcoin-Wallet erstellen. Und zum Schluss werden wir uns noch näher das Office bei BitClub Network ansehen. So, der erste Schritt, du loggst dich ein, du hast jetzt auch hier die Möglichkeit, dass du ganz oben rechts zum Beispiel Englisch, Spanisch oder Deutsch und so weiter einstellen kannst. Ich stelle es jetzt um auf Deutsch, log mich jetzt ein. Was ich jedem empfehle, dass du zusätzlich Google Authenticator aktivierst, zeige ich dir anschließend, wie man das macht. 2, 4, 1. Jetzt loggst du dich ein. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wie du Kunden oder Vertriebspartner registrierst. Die erste Möglichkeit ist, du gehst hier auf Mitglied registrieren. Du trägst hier deinen Vornamen, Nachnamen, deine E-Mail-Adresse ein, ein Benutzername und Passwort. Passwort bitte ganz wichtig, mindestens 10 Stellen lang. Meines ist zum Beispiel 25 Stellen lang. Okay? So, die zweite Möglichkeit ist, du kannst deinen Registrierungslink auch gleich weitersenden. Du gehst hier auf Ressourcen, auf Marketingwerkzeuge und hier diesen Link kannst du direkt weitersenden. So, der zweite Schritt ist, du brauchst Bitcoins. Du gehst auf www.qubits.com. Jetzt ganz wichtig, jetzt tragst du hier im roten Feld deine E-Mail-Adresse ein. So 2 bis 3 Minuten später bekommst du von Qubits einen Bestätigungslink. Auf diesen Link klickst du an und füllst deine Daten aus. Anschließend, nachdem du das gemacht hast, loggst du dich ein. So, auch hier hast du die Möglichkeit, dass du den Google Authenticator hier aktivieren kannst, was ich dir auch empfehlen würde. So, jetzt bist du auf der Hauptseite. Um Bitcoins kaufen zu können, musst du folgenden Schritt machen. Du klickst hier auf Settings, auf Einstellungen. So, und jetzt ganz wichtig, jetzt musst du dich zuerst einmal ausweisen, wie zum Beispiel mit einem Führerschein, Reisepass oder einem Personalausweis. Wenn das erledigt ist, dauert ca. 2 bis 3 Minuten. So, jetzt hast du die Möglichkeit, wenn alles fertig ist, dass du hier auf Buy Bitcoin Bitcoin kaufen kannst. Zum Beispiel, du hast hier mehrere Möglichkeiten, entweder per Sofortüberweisung oder sonst mit Überweisung, mit einer normalen Banküberweisung. 3 bis 5 Tage später bekommst du auch die Benachrichtigung von Qubits, dass die Bitcoins am Konto sind. So, du hast auch hier später die Möglichkeit, dass du deine Bitcoins verkaufen kannst. Zum Beispiel, ich gebe jetzt einmal ein, ich habe 10 Bitcoins, die haben einen Wert von 2722. Ich habe hier schon meine Bankdaten hinterlegt. Klicke erst auf Confirm und 2 bis 3 Tage später hast du das Geld auf deinem Konto oben. Okay? So, und jetzt da brauchst du noch ein Bitcoin-Wallet. Am besten ist, du machst es auf www.blockchain.info. Du gehst anschließend auf Wallet. Erstellen Sie ein neues Wallet. Jetzt klickst du hier an. Füllst deine E-Mail-Adresse aus und jetzt bitte ganz, ganz wichtig, das Passwort mindestens 10 Stellen und ein Sonderzeichen, wie zum Beispiel Rufzeichen oder Fragezeichen. Anschließend bekommst du wieder einen Bestätigungslink, so wie auf Qubits. Auf diesen klickst du rauf und anschließend loggst du dich nochmal ein. So, mein Passwort hat hier 25 Stellen. So, zusätzlich empfehle ich wieder Google Authenticator.
Da kannst du auch das App runterladen am Handy oder am Smartphone. 970996. So, was ist der Unterschied zwischen Blockchain und Qubits? Ganz, ganz wichtig. Auf Qubits kannst du deine Bitcoins kaufen und verkaufen oder jemanden anderen senden, okay? So, und Blockchain ist deine private Geldbörse. Das hat jetzt da auch mit BitClub Network nichts zu tun, okay? So, der nächste Schritt ist jetzt da, du bezahlst deine Mitgliedschaft von $99. Nachdem ich da schon bezahlt habe, nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich gehe jetzt daher und sage, ich möchte jetzt den Founder Pool haben. So, du klickst auf jetzt kaufen. So, und jetzt ganz, ganz, ganz wichtig bitte. Du hast jetzt da genau 10 Minuten Zeit, um den Founder Pool zu nehmen, okay? So, es gibt jetzt da zwei Möglichkeiten. Du hast hier die Möglichkeit, dass du von Qubits auf BitClub Network direkt sendest, wobei, dass ich dir jetzt da nicht empfehlen würde, weil Qubits nicht Instant Pay arbeitet. Was bedeutet das jetzt da? Wenn du von Qubits auf BitClub Network deine Bitcoins versendest, kann es sein, dass es bei Qubits auch mal 20, 30, 40 Minuten dauert. Deshalb würde ich dir dringendst empfehlen, immer von Qubits auf Blockchain. So, wenn es auf Blockchain oben ist, geht es sofort von Blockchain auf BitClub Network. Okay? So, wie funktioniert das Ganze? Wenn du das Geld jetzt von Qubits auf Blockchain überwiesen hast, du gehst jetzt zum Beispiel hierher, kopierst jetzt diese Adresse, jetzt geh auf Send Money, gib hier die Adresse ein, die Empfängeradresse und sage jetzt, ich hätte jetzt da 10 Bitcoins oben auf Send Money und später ist es anschließend auf Blockchain, okay? So, anschließend gehst du wieder auf BitClub zurück, du kopierst dir jetzt da diesen Betrag jetzt gehst du auf Geld senden, gibst hier den Betrag ein, so, und anschließend, okay, heute steht nichts oben, normal sollte hier die Bitcoin Adresse stehen, diese Adresse kopierst du, fügst sie hier rein und fertig. Anschließend auf Zahlung senden und dann bist du bei BitClub Network freigeschalten. So, zurück zum Office. Welche Punkte sind wichtig? Das Willkommen ist einmal hier die Startseite. Hier siehst du mal alles, wie viel die Pools kosten, mit $500, 1000, 2000 und alle drei Pools zusammen mit einmalig $3500. Anschließend kannst du hier gerne auf Mein Profil. Du kannst hier deine Daten umändern, Passwort. So, jetzt da ganz wichtig, was ich dir unbedingt empfehle, ist hier den Google Authenticator einschalten. Aktivieren und dann lädst du das App im Play Store runter. So, anschließend kannst du hier deine Bitcoin-Adresse angeben, wohin das Geld überwiesen werden sollte. Dazu empfehle ich dir Blockchain und von Blockchain auf Qubits und anschließend kannst du es normal umwechseln und auf deiner Bank überweisen lassen, was 2 bis 3 Tage dauert. So, was ist noch wichtig? Mein Konto, mein Wallet. Du siehst hier das verfügbare Guthaben, welchen Wert es derzeit hat. Und du siehst hier, was du bereits verdient hast. Zu denen komme ich auch später gleich.
So, bei Bestellungsverlauf siehst du genau, was von deinem Impuls reinvestiert wird. Siehst zum Beispiel hier am 9.3. wurden 19,90 Dollar reinvestiert, dann 10,08 Dollar und 5,24 Dollar von Pool 1. Du hast auch die Möglichkeit, dass du Bitcoins überträgst auf deine Teampartner. Du gibst zum Beispiel jetzt da ein, sagen wir wieder 10 Bitcoins. Na, Entschuldigung, 10 Bitcoins kannst du dir jetzt da auszahlen lassen an deiner Adresse, auf deiner Geldbörse. Genau hier. Hier hast du auch die Möglichkeit, die zweite Option, ich sage jetzt mal 10 Bitcoin oder maximal 10 Bitcoins, das kannst du jetzt da einen Teampartner von dir senden. Dann hat er 10 Bitcoin auf sein Wallet bei BitClub Network. So, was ist noch wichtig? Du siehst hier die ganzen Leute von deinem Team. So, hier ganz wichtig, ich nehme jetzt mal den Günther her. Du siehst hier 2, 2, 1. Was bedeutet das jetzt da? Der Günther hat Beispiel 2 1er Bulls, 2 2er Bulls und einen 3er Bull. Du kannst hier auch, du hast auch mehrere Möglichkeiten, dass du zum Beispiel jetzt der 5 1er Bull nimmst, 5 2er Bull und 5 3er Bull mit einem Account. So, anschließend kannst du zum Beispiel hier reingehen, Binärsystem. Du siehst jetzt da dein Team links und rechts. So, jetzt stelle ich das wieder um auf Deutsch. So, jetzt kannst du reingehen auf meine Gewinne, auf meine Gewinne. Und ganz wichtig, du siehst hier ganz oben, steht hier, nächste Auszahlung ist in 3 Stunden und 40 Minuten. Was bedeutet das für dich? Es wird jeden Tag um 20 Uhr abgerechnet. Das bedeutet für dich, dass du jeden Tag das Geld bekommst. Was ich dir unbedingt empfehle, ist, dass du das ganze Geld, was du bei BitClub Network verdienst, auf deiner privaten Wallet sicherst. Musst du nicht, aber ich empfehle es dir. So, hier siehst du zum Beispiel jetzt da von meinem Team. Ich habe jetzt am 10.3. wieder einen Zyklus abgerechnet bekommen im Wert von 400 Dollar. Dann habe ich 37,50 bekommen, dann 437,50. Hier das Rote siehst du, da habe ich jetzt da meine Bitcoins auf mein Bitcoin Wallet überwiesen. So, und alles was grün ist, wie zum Beispiel jetzt da mit 1,34 Dollar, 0,49, 4,45 Dollar, 4,41 Dollar und so weiter, das sind jetzt da von den Reinvest meiner Teampartner und von dessen Empfehlungen. Okay? So, wie sieht das Ganze aus? So, es wird täglich ausbezahlt, haben wir gesagt. Hier habe ich wieder am 8.3. 0,17 Bitcoins überwiesen. So, und alles, was gelb ist, auch ganz wichtig, das sind jetzt da von deinen Bulls, was deine Bulls erwirtschaften. Es wird nicht in Dollar ausbezahlt, sondern du bekommst täglich in Bitcoins ausbezahlt. Bei Qubits kannst du deine Bitcoins umwandeln in Dollar oder in Euro oder sonst in anderen Währungen. So, was ist noch wichtig? Jetzt gehe ich rein auf Gewinne, Mining Pool Aktien. So, hier siehst du das Gesamtergebnis, was reinvestiert wurde. Wir haben gesagt, es muss mindestens 50% reinvestiert werden. Warum? Weil wir wissen, dass es von Tag zu Tag schwieriger wird, Bitcoins zu berechnen. Du siehst auch hier bei mir, dass ich alle 3 Pools auf 100% eingestellt habe. Warum? Ganz logisch. Wir haben gesagt, ein Pool geht genau
1000 Tage. Okay? So, wie sieht das Ganze in der Realität aus? Du siehst genau hier, wie viele Tage mein Bull geht. Mein Bull würde jetzt noch 919 Tage laufen. Wir haben ja gesagt, es wird ein kleiner Teil reinvestiert. Was bedeutet das jetzt da? Jetzt macht mir ein Beispiel. Nehmen wir jetzt an, nach 400 Tagen würde jetzt da 1,24 Bitcoins 500 Dollar wert sein. Oben, wo du hier siehst, Mining Pool Verdienste, das sind jetzt da die Reinvestitionen. Gehen wir davon aus, nach 400 Tagen wäre das jetzt da genau 500 Dollar wert. Was würde das bedeuten? Dann würde der Pool 1 nicht mehr 600 Tage laufen. So, ohne dass du es da wieder investierst, bekommst du automatisch wieder einen neuen Pool durch die Reinvestition, der wieder 1000 Tage läuft. Das heißt, der obere Pool läuft dann noch 600 Tage und der zweite Pool läuft dann 1000 Tage. So, was bedeutet das jetzt für dich jetzt da? Du bekommst wieder einmalig die Provisionen und zusätzlich wieder von deinen ganzen Partnern denen ihr täglichen Reinvest. So, was ich jetzt da jedem empfehlen würde, wenn du das auf 100 einstellst, das musst du auch nicht machen, das ist jetzt eine Empfehlung von mir. Warum? Wir wissen, 50% muss reinvestiert werden. So, wenn die Reinvestition höher ist, ist es ja auch ganz klar, dass du viel schneller einen neuen Pool hast. So, wie kannst du auch nachsehen? Du siehst ja jetzt da hier, was das Gesamtergebnis ist, was rückgekauft geworden ist. Und anschließend, wenn ich jetzt wieder reingehe auf mein Konto, Bestellungsverlauf, dann siehst du auch hier, was genau reinvestiert wurde. Wie vorher schon erwähnt, am 9.3. wurden vom Bull 3 19,90 Dollar reinvestiert. So, hier sind die Summen. Und zum Schluss zeige ich dir noch, wie du das Geld überweisen kannst. Ganz einfach, du gehst hier rein auf Provisionen beantragen. Ich überweise jetzt da den Betrag. Ganz wichtig, du kannst vorher schon deine Adresse speichern. Das ist dann meine Blockchain-Adresse. So, jetzt gebe ich hier den Betrag ein. Auszahlung Bitcoin. Genau, und jetzt ist das Geld auf mein Blockchain überwiesen. Du siehst jetzt da oben, von 880 Dollar sind jetzt da nur mehr 10,72 Dollar. Wie sieht das Ganze aus? Du gehst hier rein auf meine Gewinne. Und hier siehst du jetzt da, dass meine Bitcoins überwiesen wurde. So, das war's jetzt von meiner Seite. Danke fürs Zuhören.